Jo Leute, was geht ab? Hier ist wieder Urban und Gabriel am Start. Und zwar mit, ja, einem Teambuilding zur neuen GPL-Season. Man fängt immer sehr, sehr motiviert an, ne? Und dann sinkt die immer so ein bisschen über die Season. Aber ich meine, es ist ja wie bei Zuschauern, so auch bei Teilnehmern. Je nachdem, welche Tabellensituation man ist und so weiter. Ne? Also ist ja ganz klar. Aber, nee, wir fangen jetzt an. Und wir dieses Mal ziehen was durch, weil wir Motivation haben. Und warum haben wir Motivation? Weil wir nicht nur selber schuld sind. Genau. Okay, deswegen, ne, fangen wir doch auch mal an. Wir haben jetzt hier ein Incentive, dass wir nicht nur sagen, so, ja, da klicken wir jetzt das mal kurz zusammen und das ist ja eh selbstverständlich nur nach 15 Sets. Nee, sondern wir haben ja mit Bene ein Team. Und deswegen hocken wir uns da auch zusammen und bilden da immer gemeinsam. Und ja, es gibt natürlich ein Incentive, sich mehr damit auseinanderzusetzen, also einen Grund. Und so sind wir hier. So, genau. Ich schalte jetzt mal ganz kurz meine Cam aus. Hier seht ihr nochmal einmal schön die Teambuilding-Grafik von Press. Shoutouts an Present für die schönen Grafiken. Ich denke, ich werde es auch hier so machen vorerst. Ja, wir sehen hier jedenfalls Terek, Togekiss, Trikefalo, Metagross, Entei, Gastrodon, Weezing, Celebi, Persian Alola, Jolteon, also Blitzer und Ordino. Und das ist das Team, wogegen wir ankämpfen müssen. Ist natürlich auch relativ stark, ne? Übrigens auch Shoutouts an das Logo. deswegen habe ich mich ausgeblendet, ne? Das macht es einfacher. Was wir hier natürlich erstmal sehen, ist, dass das Team relativ stark auf Doubles fokussiert ist. Also für mich aus der Singles-Sicht denke ich mir, ist es nicht das größte Problem. Das heißt aber nicht, dass es natürlich gar keine Probleme gibt und so weiter. Ne? Das ist natürlich der Spagat, den man machen muss. Und das heißt, es wird am Anfang auch mal ganz, ganz komisch werden. So, was ich hier am Anfang schon mal sehe, ist, dass ich für mich einfach sage, Blitzer, Ordino, weg damit. Die sind scheiße. Die sind scheiße gegen unser Team, die sind scheiße im Singles meistens. Das sind Doublesmons, die schmeiße ich erstmal weg. Und dann können wir darüber reden, okay, wie teilen wir denn die anderen Mons jetzt momentan so ein? Und ich muss sagen, wenn wir uns den Kader hier so ansehen, dann bin ich der Meinung, dass wir auf jeden Fall Angst haben müssen vor Terrakium offensiv, vor Entei offensiv. Und dann müssen wir halt noch defensiv Angst haben vor... und ich habe Trikefalo vergessen, natürlich, Trikefalo offensiv auch. Und dann müssen wir noch Angst haben vor Gastrodon, Weezing und Celebi defensiv. Und Togekiss ist so ein ganz weirdes Ding. Einsteils natürlich ein gutes Mon, auch ein S-Tier-Pick, auch dementsprechend gut. Andererseits, ich meine, ja, Flinch, wir haben ein relativ schnelles Team, wir haben Nebelfeld, da kann man vielleicht was machen, außer er kommt jetzt auf den Fini-Switch direkt auflockern oder sowas, um das Feld wegzumachen und dann kann man irgendwie da was mit der Pressure machen. Aber, ne, aber wir haben ein relativ gutes Team, das gegen Togekiss aufgestellt ist. Deswegen habe ich das Ganze mal hier... das Ganze mal so gemacht und habe hier eingeteilt in hier, das sind die Must-Pick-Mons, meines Erachtens nach, und beziehungsweise nicht nur meines Erachtens nach, unseres Erachtens nach, wir haben nicht alleine gebildet, also in dem Fall ist es immer, wenn ich von mir spreche, sind es wir, ne? Also ist ganz, 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 ganz wichtig. Wir hatten auch zusätzlichen Support. Weiß nicht, ob die Person genannt werden möchte, deswegen halte ich es mal für mich. Muss ich die Person mal fragen, fällt mir auf. Egal, ja. Jedenfalls defensiv. Unbedingt Weezing und unbedingt Gastrodon müssen mitkommen. Dementsprechend auch Celebi, weil Celebi ist so mehr oder weniger die Sache. Gastrodon ist halt sehr, sehr scary, weil er Clear Smog hat. Und das Ding ist mit Gastrodon ist, er muss Gastrodon mit Clear Smog spielen. Ansonsten nimmt ihn Fini komplett auseinander. Außer er spielt Celebi. Weil Celebi wirklich das einzige Mon ist aus seinem Team, was wirklich gut gegen CM Fini ist. Also das heißt, dementsprechend muss er auf jeden Fall Gastrodon mitnehmen mit Celebi. Wenn Gastrodon natürlich keinen Clear Smog hat, dann ist das kompletter Setup, oder? Aber er kommt natürlich dann auch in eine Bredouille, ne? Weil er muss ja natürlich auch Recover spielen, ist ja ganz klar. Und dann will er wahrscheinlich auch Scald oder Surf haben oder sowas. Will dann wahrscheinlich auch noch Earth Power haben, weil ansonsten kann dann durchaus Zeraora auch im Nebelfeld ein Problem werden, wegen ihr, weil er nicht burnen kann und wegen Grassnot. Und das führt dann alles zu ganz komischen Sachen. Dann kann er kein Toxic spielen, das heißt, wir können eventuell setupen und so weiter. Das ist ganz, ganz, ganz
verflochten. Dieses Gastrodon hat unglaublich viel Pressure auf seinem Team. Das Gastrodon ist, da haben wir auch gesagt, das ist sowohl Singles als auch Doubles so. Ich muss jetzt immer aufpassen, was ich sagen kann. Zum Glück weiß ich, Bene spielt am gleichen Tag wie ich. Das heißt, wenn ich uploade, ne, kann ich es nicht machen. Ansonsten wird es komisch, wenn ich sage so, wir haben gesagt, im Doubles ist es auch das beste Mon. Und dann spielen sie nicht. Und dann ist es scheiße, wenn sie es sehen. Weil dann wissen sie, worauf wir uns vorbereiten. Da muss man immer, also es ist ganz weird dieses Season. Deswegen ist im Singles und im Doubles das beste Pokémon. Also hands down mit Abstand. Und dann kommt halt auch noch sowas wie Celebi dazu, was er eben mitnehmen muss, um Fini dann noch zu handeln, weil ansonsten im Singles mit CM wird es ganz, ganz schwierig, Fini zu handeln. Wenn kein Celebi da ist, dass dann noch das Gastrodon Support, also das von dem Gastrodon dann noch eben Clearsmog Support bekommt. Und dann haben wir natürlich noch das Weezing, was sehr, sehr wichtig ist gegen das Zeraora, weil ansonsten Zeraora, gegen spezielles Zeraora ist so Gastrodon, Celebi, so ein Mischmasch kann durchaus kommen und ist auch gut, das down zu nehmen. Aber gegen physisches kann CC macht viel. CC ist ein starker Move. Knockoff ist ein starker Move gegen Celebi, ganz klar. Und da muss halt auch eine bessere Wall her. Und das ist halt definitiv Weezing auch das Pokémon, um das zu machen. Und was ganz witzig ist, ich hoffe, also das wusste ich selber nicht, das wurde mir dann auch gesagt, wenn man Plasmafäuste einsetzt und Weezing daraufhin den Leitteiler einsetzt, dann schlägt der Leitteiler fehl und heilt mich um 25%. Ich hoffe, es kommt. Wir müssen halt aufpassen, dass es nur in Runden, dass ich nur in Runden drin bleibe, wo wir das Nebelfeld aufhaben, weil ich habe absolut gar keinen Bock auf ein geburntes Zeraora. Das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Also Spoiler, ich spiele physisches Zeraora. Und deswegen denke ich, also Weezing ist auf jeden Fall auch mit dabei. Und Trikefalo ist einfach das stärkste offensive Mon, was sie in ihrem Team haben. Also Trikefalo ist natürlich unglaublich stark. Trikefalo auch, ne, muss man jetzt hier auch sagen, mit dem, wie heißt der? Belch, glaube ich, heißt das. Mit dem Rülpser auf Deutsch, ne, ist natürlich unglaublich, unglaublich krass. Da müssen wir auf jeden Fall im Kopf behalten, wenn er eine Beere ist, wenn er irgendwie Sub-Citrus ist oder sowas, dann kann das durchaus ganz, ganz kritisch werden mit Belch, ne, weil das ist unglaublich stark dann. Irgendwie Sub-Roost, Belch, aber dann fehlen ihm die Attack-Moves und ohne kommt er vielleicht nicht unter 50. Könnte alles schwierig werden. Also das muss er auf jeden Fall irgendwie gesetupt bekommen, muss auf jeden Fall ein Lure-Set sein. Wenn er das auf Fini Fini luren will damit. Da müssen wir aufpassen, weil Belch, wenn er die Beere ist und auswechselt und wieder reinwechselt, dann ist Belch immer noch aktiv. Das heißt, es ist nicht einfach nur in der Runde danach aktiv, es ist nicht einfach nur, wenn er drin ist, danach aktiv, sondern es ist tatsächlich, sobald der User eine Beere gegessen hat, ist Rülpser die ganze Zeit aktiv. Und da müssen wir wirklich, wirklich stark aufpassen, dass wir da nicht gelurrt und Tops genommen werden, weil Fini ist nicht nur gegen Trikefalo gut. Fini ist wahrscheinlich unser bestes Pokémon im gesamten Kader gegen die, gegen Fan Gator. Namen vergessen. Von dem müssen wir da wirklich, wirklich stark aufpassen und um das dann auch dementsprechend heimzuholen. Aber jetzt haben wir hier nur 4 Pokémon und ich denke, die kommen zu 100% mit. Was jetzt hier mitkommen kann, habe ich vorher schon erzählt, Terrakium, Entei, Metagross, Persian, Alola. Sind allesamt ein bisschen scary, sind allesamt auch offensive Threats. Also wir haben jetzt hier eigentlich schon relativ gut die Defensive abgedeckt mit Weezing, mit Gastrodon, mit Celebi. Und also die Defensive, die er einfach nur haben muss, um Fini. Also das muss man sich auch mal erklären, um Fini abzudecken. Das ist prima jetzt, nur Fini. Und das ist stark. Also das ist einfach wirklich gutes Mon. Und zeigt auch, wie dumm das Typing eigentlich ist. Also ist komplett dämlich. deswegen haben wir hier noch die offensiven Threats wie Terrakion, Entei. Entei natürlich auch relativ Fini stark gegen Entei. Und gegen Terrak kommt drauf an, in welchen Move er sich lockt. Also, ich persönlich habe am meisten Angst vor Bandit. Wir haben in der Gruppe drüber geredet und jeder hat gesagt, bis auf ich, Terrak ist nicht so der Threat. Und ich habe persönlich Schiss. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt in meinem Kopf und Terrak Gen 5 Flashbacks, ne? Kann natürlich sein, dass ich den jetzt komplett overhype, aber der macht halt wirklich nicht so viel, das stimmt schon. Also der braucht halt wirklich sein Band oder sein Life-Op, dass der halt wirklich ordentlich Damage reinschallert. Aber wir haben Revenge-Kill-Options. Ja, also wir haben Mons, die schneller sind. Beziehungsweise ein Mon,
das schneller ist im aktuellen Kader. Aber es ist in Ordnung, das ist in Ordnung. Also wir können den revengen, wenn der Live-Op ist oder sowas. Dann haben wir gegen Band haben wir genug Switch-Ins, die dann auch mal einen Hit tanken, die dann auch dementsprechend mal reinkommen können und dann halt, je nachdem, was für eine Move er gelockt ist, da dann gut was tanken können, noch mehrere Hits. Und dann auch dementsprechend ihn zurückthreatenen. Also wir haben wirklich genug. Ich persönlich habe trotzdem noch Angst. Ich habe wirklich großen Respekt vor dem. Ich möchte nicht unterschätzen, dass ich dann irgendwie hops genommen werde von irgendeinem crazy, nicht Bullshit-Set, weil dann ist es ja gut, aber von irgendeinem absolut Big Brain, Cosmic Cyclone Brain hier Set, das mich dann komplett aus den Adern schießt. Und ja, dann haben wir halt noch Entei, was einfach stark ist, weil es Sacred Fire drückt. Aber Sacred Fire halt natürlich gegen uns inherently schlechter, weil wir Nebelfeld haben. Dann kann er uns nicht burnen. Aber natürlich trotzdem noch gut, weil es eine starke Attack ist und Bronzong und ja. Ist, glaube ich, selbst erklärend. Stahl ist nicht so gut mit Feuer. Deswegen stehen die beiden hier drauf. Ich denke, die sind zu respektieren. Ich hoffe, die nehmen mich nicht hops. Ansonsten fühle ich mich super schlecht, vor allem, weil ich Bene noch mit reinziehe. Und die anderen beiden Mons, also ich denke, die beiden haben die höchste Wahrscheinlichkeit, dass sie mitkommen. Einfach weil sie stark böllern und weil sie einfach gut sind gegen. Also weil sie nie schlecht sind, sagen wir es mal so. Also sie sind jetzt nicht hervorragend gegen uns, aber sie sind nie schlecht und deswegen denke ich, dass sie die höchste Wahrscheinlichkeit haben, deswegen mitzukommen. Metagross und Persian können auch mit, aber halt, wenn sie mitkommen, wenn ich die in der Team Preview sehe, dann geht mein Kopf sofort zu zwei Sets. Sofort zu zwei Sets. Bei Metagross ist es irgendwie sowas mit Body Press, weil das kann dann durchaus schon scary sein. Unser Team hat nicht sonderlich viel, um Metagross speziell so stark zu hitten, deswegen müssen wir den physisch handeln. Und wenn der halt mit einer Defense von 130 ankommt und dann halt mit Cosmic Power Body Press und sagen wir ehrlich, wenn er Body Press spielt, wird probably irgendwie ein bisschen Defense Investment haben und dann tut das schon weh. Vor allem, wenn wir keinen Reset-Button haben, wie einfach Haze oder sowas, oder wie er halt jetzt mit Clear Smog, das ist ein Stahltyp, können wir, ne, also schwierig. Deswegen denke ich, dass das Set auf jeden Fall das Beste ist und Persian Alola am Schluss, da habe ich persönlich Angst. Ich habe ehrlich gesagt vergessen, was wir da besprochen haben. Ich habe Angst vor dem, einfach weil wir haben nicht gespeed-creeped. Mit unserem Zeraora auf dieses Persian, das nehme ich schon mal vorweg. Wir haben nicht gespeed-creeped und damit ist Persian Alola, wenn er uns speed-creept, wie wir ein Terrax speed-creepen. So, jetzt, ne, wichtig. Wenn er das speed-creept, dann ist er der schnellste Mon auf dem Spielfeld und kann wirklich guten Damage machen nach einem Nasty-Plot. Weil der hat, so weak Persian Alola auch ist mit seinen 75 Special Attack, hat er dann doch gute Coverage, wenn er... Huch. Wenn er so... Der hat kein Ice Beam, der hat nur Icy Wind. Wenn er so mit Icy Wind und Thunderbolt hat er, glaube ich, noch, genau. Und halt Dark Pulse. Da kann er halt schon was dummes spielen. Aber jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, probably nicht Icy Wind. Ich dachte, der hat Icy Beam. So gut recherchiert habe ich. Aber wenigstens wusste ich, dass er eine Ice-Attacke hat. Das ist, ansonsten wäre peinlich gewesen, ne? Aber dann kann er halt ansonsten hier sogar noch Parting Shot oder sowas spielen. Oder halt dann hier nochmal irgendwie einen anderen Move, vielleicht einen... Also Thunderbolt ist schon gut gegen Fini, aber vielleicht noch irgendeinen anderen Move, der uns dann noch weiter pressured und es, noch weiter hinten ranwirft. Kann durchaus problematisch werden. Ich habe durchaus Schiss vor dem. Ich denke, ein defensives Set ist es nicht. Vor allem, also ist es nicht gegen uns, weil einfach Fini dann zu stark ist. Er braucht irgendeine Art und Weise, um Fini zu hitten. Und ich denke, die einzige Art und Weise, wie er das tun kann, ist halt irgendwie mit, entweder mit Life Orb und dann halt das Nasty Plot weg. Obwohl, wahrscheinlich ist es sogar mit Life Orb sein bestes Set, wenn er einfach Thunderbolt Dark Pulse, weil es halt eben einen Großteil von unserem Team auch hittet. Und auch stark hittet. Und da kann man definitiv was machen, was threatening ist. Ich hoffe nicht, dass da in irgendwas in die Art und Weise kommt. Ich hoffe einfach, dass ich Persian Alola und Metagross gar nicht sehe. Weil, also tatsächlich Persian Alola eher weniger als Metagross, weil Persian Alola, ich habe einfach Angst vor dem. Ich mag es nicht, wenn irgendein Mon uns inherently outspeedet, aber in dem Fall war es einfach viel, viel wichtiger, dass wir das Investment richtig bekommen auf dem Zeraora, dass der ein bisschen bulkier ist, dass wir halt einfach Sachen wegschallern können. Genau. Ja, deswegen die Mons sehe ich hier. Wegen Item Claws müssen wir natürlich im Kampf schauen, müssen wir aufmerksam spielen, nicht wieder sich von irgendwas ablenken lassen, einfach mit dem Kopf bei der Sache zu bleiben. Das habe ich mir vorgenommen, weil einfach
In den letzten Seasons war man immer, war es bei mir jedenfalls so, ist man irgendwie währenddessen mit dem Kopf woanders oder abgelenkt und das will ich diese Season nicht machen, weil ich mich halt nicht nur selber in die Scheiße reinreite, sondern auch Bene inherently dann damit. Da habe ich keinen Bock drauf. Da habe ich keinen Bock drauf, dass Bene dann sagt so, Digga, warum bin ich jetzt mit dem Idioten in Team gegangen? Und das will ich halt nicht, ne? Also, da, ich will nicht, dass Bene es bereut, mit mir in ein Team gegangen zu sein, okay? Ich glaube, das würde er nie sagen, weil Bene weiß normal, aber normal kann ich's und, ne? Und wir natürlich auch privat befreundet sind, würde er nie sagen, aber trotzdem würde ich mich ultra scheiße fühlen, wenn Bene von mir dann runtergezogen wird. Letztes Season so eine geile Performance hingelegt, das heißt, das liegt jetzt auch natürlich die Pressure auf mir so ein bisschen, ne? Von dem her, okay, weiter. Dann mit dem Dragon Ball Format. Übrigens, Shoutouts an Claudi x Cloud, für das Logo, ne? Victory Instinct. Fusion aus Victini und Schwalboss, fast meinen Mann vergessen. Und natürlich eine Dragon Ball Anspielung auf Ultra Instinct, ne? Also, falls wer nicht gegettet hat, das ist Dragon Ball. Deswegen habe ich auch hier ein Dragon Ball Naming Team. Genau. So. Abgesehen davon haben wir hier als erstes unser Zeraora mit einer Shulker Berry. Zeraora, unglaublich stark. Eines der besten Monster, die wir in dem Kader haben. Auch gegen Maxi und Pock jetzt. Shulker Berry mit Plasma Fist, Knockoff, also Abschlag, Ableithieb und dem Protzer. Warum haben wir uns für das Set entschieden? Ich habe am Anfang gesagt, ist Bulk Up nicht scheiße? Ich habe gedoutet. Ich habe nicht gesagt, ist scheiße, ich habe es mir gedacht und habe dann halt immer gesagt, so müssen wir unbedingt Bulk Up spielen? So immer in die Richtung, so was ist, wenn wir was anderes auf Zeraora spielen? Ich hätte eigentlich gern lieber Assault West, habe dann auch mal für Kampfweste argumentiert oder Sturm, egal, Assault West halt, ne? Und habe ich gesagt, so ja, ich hätte eigentlich schon gern den Grass Knot. So den, weiß nicht, Grasknoten. Strauchler, glaube ich. Ich glaube Strauchler. Jedenfalls wurde ich dann überzeugt. Und da wurde mir gesagt, so, außer wenn das Ding Scarf ist und CC drückt, bietet dieses Zeraora Terrakion im 1v1. Jedes Set. Egal ob Bandit, egal ob. Ne? Nur Scarf CC bietet nicht. Und das ist halt verrückt. Also das ist, als ich das dann wirklich die Cakes gesehen habe, da dachte ich mir, okay. Das ist crazy. Und vor allem gehen wir auch noch mit guten HP aus dem Schlagabtausch raus. Das heißt, wir müssen nur sicher sein. Also als erstes Scarf natürlich trotzdem schlechtes Matchup, weil eben Scarf CC so kacke ist. Aber wirklich, durch die Shulker Berry überleben wir zwei EQs nach einem Bulk-Up. Und der erste geht in die Shulker Berry rein, dann kommt das Bulk-Up, dann kommt der zweite. Wir überleben das und dann können wir mit Drain Punch guten Damage machen. Ich glaube, dafür braucht er ein bisschen Chip. Aber das, was richtig, richtig crazy ist, ist, wenn wir drin sind, schneller sind, gegen Bandit. Dann können wir Bulk Up drücken. Und wenn er sie sieht, dann überleben wir das und können mit Drain Punch, wenn er minus 1 ist und wir plus 1, dann O-Code der Drain Punch einfach dieses Terrakion. Und dann schallert er den weg. Und das ist halt unglaublich geil. Das ist so unglaublich geil, dass es mich überzeugt hat. Also einfach, wenn wir wissen, okay, der ist Bandit, drücken wir einfach Bulk Up. Dann ist scheißegal, was er macht. Wir drücken einfach dieses Drecks Bulk Up. Und dann überleben wir einfach. Und dann. Vor allem, weil der erste EQ dann auch nicht so viel Schaden machen wird. Wir sind plus 1 in die Schuhgebärde rein, dann Drain Punch, dann sind wir wieder voll. Dann überleben wir den zweiten EQ und dann hauen wir den einfach weg. Das ist richtig geil. Das ist wirklich, wirklich, wirklich richtig geil. Und im Endeffekt ist nur Scarf ein schlechtes Matchup, aber selbst dann nicht wirklich. Weil wenn wir ein bisschen Chip auf ihm haben, können wir den trotzdem im 1v1 bieten. Und das ist halt unglaublich, unglaublich nice. Das ist wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr geil. Und der ist auch gegen jedes andere Mon, mit der Ausnahme von Weezing, richtig, richtig nice. Ich meine natürlich, klar, man muss auf Ente aufpassen, ne, mit Sacred Fire, dass der mit Läuterungsfeuer, dass der uns nicht burnt und so, wenn das Nebelfeld nicht draußen ist. Aber ansonsten eigentlich ziemlich geil. Eigentlich ziemlich geil. Und ja, Speed Creep natürlich auf Tarek, deswegen, ich hoffe, wenn sie Persian mitnehmen, Speed Creepen die auf Lando und nicht auf den Speed Creepen des Zeraora, dass sie nicht sagen so, okay, wir gehen da jetzt den Gamble ein. Sondern wir denken, dass die sowieso Speed creepen und dann, ne? Aber, ja, das ist auf jeden Fall das Set. Da haben wir Nidoqueen dabei. Nidoqueen ist auch ein geiles Mod. Nidoqueen ist nur dafür da, dass Nidoqueen auf dem Smogwalk reinswitcht. Für nichts anderes. Der ist einfach nur da, dass er auf das Smogwalk reinswitcht. Und dann einfach Pressure aufbaut. Durch Hazards. Das heißt, wir können mit dem immer rein, egal was er macht. Wir sind da, wir drücken einfach die Rocks.
Earth Power, also wir haben physisches Investment, wir können guten Damage auf einfach weil es ein Nidoqueen ist, wir können guten Damage auf Terrakion machen, wir können guten Damage auf Hydro machen, wir können guten Damage auf Celebi machen durch die Sludge Wave, wir überleben auch einen Hit von Celebi, wir können guten Damage auf Entei machen. Wir sind relativ stark, weil die ganzen physischen Böllerbusse ja wirklich, also relativ schwach gegen Nidoqueen sind. Das heißt, das, was uns am meisten Angst macht, ist tatsächlich Trikefalo. Ich meine, klar, Togekiss natürlich auch. Wir sind hier gespeedcreept auf Min-Speed Togekiss mit einem Speed-Eevee, dass sie sich gedacht haben, okay, wir machen vielleicht irgendwie Max-HP, Max-Special-Attack und oder irgendwie, oder ein defensives Set, dass sie sagen, okay, dann machen wir diesen einen Speed-Ticker noch rein, vielleicht bringt er ja was. Deswegen sind wir da gespeedcreept. Wenn sie eine Random-Number machen, 40 Eevees, egal, kümmert keinen. Deswegen haben wir dieses Set und Stealth Rock T-Spikes einfach unglaublich stark. T-Spikes, wenn wir das Nebelfeld nicht draußen haben. Wir können nämlich entscheiden, wann wir das Nebelfeld rausholen. Und wann es uns passt, also das Nebelfeld, wann uns denn das Nebelfeld einen Vorteil verschafft. Und dadurch können wir mit den T-Spikes ihn bereuen lassen. Das heißt, im Endeffekt muss er durch die T-Spikes auch auf unser Nebelfeld defensiv aufpassen, weil wenn wir ihn in der Turn offensiv pressuren, wo das Nebelfeld ausgeht, kann es gut sein, dass dann vielleicht das Gastrodon rein switcht. Dann ist das Gastrodon gepoisoned. Dann können wir das Gastrodon richtig, richtig gut pressuren. Und das können wir entscheiden. Das ist halt wirklich, wirklich stark, dass wir sagen, so, wir können entscheiden, wann unser Gegner gepressured wird, wann ist die Pressure on und wann nicht. Und das mehr auf eine Weise. Und das ist wirklich, wirklich nice, die Utility zu haben. Dann haben wir natürlich Feeny, Calm Mind, Substitutes, Surf, Draining Kiss. Surf ist der Move, der das gesamte Team hittet. So ist es einfach. Surf ist der starke Move, den wir brauchen, weil Scald egal ist. Und ob wir da jetzt Moonblast spielen oder Surf, ist komplett egal. Die 5 Base Power, brauchen wir nicht, kümmert keinen. Deswegen spielen wir Draining Kiss, um eventuell Recovery zu kriegen, können gegen das Trikefalo auch, den schallern wir trotzdem um und Surf hittet alles andere. Und das Gastrodon ist sowieso, bei dem ist sowieso der Fall, wir müssen Commanden, wir müssen Substituten und dann müssen wir Draining Kissen. Und gegen das Celebi müssen wir sowieso immer raus, wenn das dabei hat, ne, aber ich gehe davon aus, dass es dabei hat, aber wir müssen immer gegen das Celebi raus. Geht nicht anders, außer wir sind plus 6 und dann überleben wir mit der Sub einen Leafstorm oder eine Gigadrain oder sowas. Dann können wir den vielleicht stallen, aber sind wir ehrlich, wenn wir plus 6 sind, dann ist das Game eh schon vorbei. Also dann ist das Game gewonnen. Dann müssen wir da keinen Unsinn machen. Und dann ist es cool. Aber ansonsten eigentlich immer aufpassen, intelligent spielen. Und dann ist es auch wirklich ein starkes Set und kann uns auch wirklich gut zum Sieg verhelfen. Auch hier defensiv, die meisten Threats sind defensiv, sind physisch. Und speziell haben wir in Fini auch ein bisschen Investment, dass wir eben von Hydra einiges tanken können. Und dass wir da auch im Switchen sind, weil, wie gesagt, das Hydra ist das spezielle Problem. Nichts anderes, nur das Hydra. So. Und natürlich mit Togekiss, das Zeraora ist schneller, der handelt das gut. Also, deswegen brauchen wir nicht. Dann Sherox. Sherox ist auch sehr, sehr stark, kann in Celebi reinwechseln, kann in, das Togekiss jetzt nicht, aber kann in Metagross reinwechseln, kann zur Not auch mal in das Terrakium reinwechseln und dann können wir ein bisschen roosten, vielleicht mal schauen, okay, was wir da machen, vielleicht scouten, können ein bisschen Momentum kriegen und können da einfach viel, also er bringt uns einfach Switch-Initiative und Item Advantage, dadurch, dass wir mit Abschlag halt eben die Items wegbekommen, wir kriegen Knowledge, was kann er nicht auf den anderen Mon spielen und so weiter, deswegen Sherox auch sehr, sehr stark. Hat nicht viel mehr Reason. Wir haben uns für die Heavy Duty Boots entschieden, falls doch irgendwie Rocks aufbekommen, dann wir die nicht beseitigen können. Wenn ich noch alles richtig im Kopf habe, wir können noch mal ganz kurz hier das Bild einblenden. Ich glaube nicht, doch, also er hat T-Spikes, aber ich glaube Spikes hatte er nicht im Team. Genau, wollte jetzt nur noch mal auf Nummer sicher gehen, nicht, dass ich jetzt irgendeinen Schmarrn erzähle, weil Toxic Spikes affecten sowieso nicht, also es geht wirklich nur um Rocks. Dann haben wir hier Landorus mit Broly. Mit Earthquake, Stone Edge, U-Turn, Psychic. Wofür die Psychic ist, ist glaube ich relativ obvious. Er hat einen Weezing auf der gegnerischen Seite. Und auch wenn wir nicht sehr gut, auch wenn wir minus Special Attack spielen und ansonsten kein Investment haben, was will uns dieses Weezing machen? Also klar, kann uns burnen. Ist auch relativ nervig, wenn er uns burnt. Aber selbst wenn wir geburnt sind, Landorus ist immer noch ein Landorus. Der ist immer noch stark und kann uns immer noch was helfen. Wir überleben in den meisten Fällen 2 Bandit Stone Edges. Also es gibt wirklich, glaube ich, nur ein paar Rolls, wenn er 2-mal Max Roll hittet. Also muss jetzt nicht die Max Roll sein, also ist nicht übertrieben. Also ist jetzt ein bisschen übertrieben, meine ich jetzt damit. Also er muss gefühlt 2-mal die Max Roll hitten, damit wir sterben. Ansonsten hittet uns die Citrus Berry. Ich meine, klar, es ist Edge, ne? Also entweder crittet sie oder sie verfehlt. Hoffen wir, dass es, wenn sie keins von beiden macht oder wenn sie das eine macht, dann auch das andere macht. Das auf jeden Fall, ne? Kann auf jeden Fall gut sein.
Aber was auch wichtig ist, ist bei Landorus, dass wir den auch in Celebi reinwechseln können. Wir können mit U-Turn pressuren, wir können das Gastrodon stark hitten mit EQ. Wir haben die Edge für das Togekiss nochmal. Wir können das in wir können den Togekiss einfach reinwerfen, weil wir keine Angst vor dem von der T-Wave haben müssen und einfach generell stark. Und dann am Schluss haben wir nochmal das Song. Und hier haben wir viel gestruggelt. Hier war unsere Entscheidung, machen wir Song und respektieren das. Und respektieren das Terrak, also das Terrakium, respektieren das Gastrodon, dass wir da auch nochmal ein Switching brauchen, und können damit dann Pressure aufbauen, oder respektieren wir das Cosmic Power Metagross Set in erster Linie und gehen mit Volcanion, dass wir was haben, was ihn speziell hit. Waren beides unglaublich starke Optionen. Ich fand die Option zu wählen auch unglaublich schwer, vor allem weil Volcanion auch nochmal besser ist gegen Persian. Und Bronzong einfach umfällt. Aber ich denke, Bronzong ist die richtige Entscheidung. Ich persönlich, ich habe es gesagt, ich habe unglaublich, unglaublich viel Angst vor diesem Terrakion. Und dass wir da einfach einen Mon haben, wo wir sagen, den können wir einfach blanket reinwechseln. Weil wenn er stirbt, dann ja, ist scheiße. Aber es tut uns nicht allzu weh. Und dass wir da dieses Mon haben, was wir einfach sagen, ne, und dann auch notfalls auch mal drin lassen können, vielleicht den Gastrodon dann mal das Toxic rauskriegen, vielleicht rechnet man nicht damit, weil wir ein Nebelfeld haben. Body Press auch ein unglaublich starker Move, ne? Und ja, Togekiss ist natürlich nervig, ganz klar. Aber ich denke, Bronzong trotzdem hat eine Existenzberechtigung. Ich hoffe wirklich stark, dass ich es nicht bereue, dass ich mich für diese Variante entschieden habe und nicht für die Volcanion-Variante. Ist schwer. Es wird schwer. Ich denke, wir sollten es auf jeden Fall. Ich denke, wir haben ein gutes Matchup. Also, das ist nicht falsch verstehen. Ich denke, wir haben ein gutes Matchup. Ich bin nur generell immer so ein bisschen Schwarzmaler. Wir können das holen. Wir werden versuchen, es zu holen. Ein starker Auftakt, ein erster Sieg für den Auftakt ist unglaublich wichtig. Und ich möchte natürlich auch Bena die bestmöglichsten Voraussetzungen geben, dass er dann in Doubles auch gut performt. Deswegen müssen wir uns hier anstrengen. Wir holen uns den Sieg und das war es eigentlich auch schon. Ich hoffe, euch hat mein Teambuilding gefallen. Ich denke, ich werde es auch in dem Format ungefähr belassen, weil es halt einfach ein guter Mix ist zwischen, ich muss nicht zu viel Zeit investieren, um dieses Video zu machen, und die Qualität sackt nicht komplett. Wenn ihr irgendwie was habt mit, soll ich irgendwas detaillierter machen, soll ich irgendwas anders machen, dann haut es mir in die Kommentare, weil das wäre unglaublich wichtig. Und ich denke, ich mache das auch nochmal am Anfang. Genau, und das war's auch schon. Von dem her, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns dann, ich weiß noch nicht, wann ich das hochlade, aber wir sehen uns dann auf jeden Fall morgen oder übermorgen, je nachdem, wann ich das Team hochlade. Wahrscheinlich morgen für euch. Im Kampf. Ich habe jetzt in 20 Minuten den Kampf gegen Maxi. Bin ein bisschen nervös. Aber ich denke, das wird schon was. Von dem her, Leute, haut's rein. Bis morgen und ciao.